Ja, nach ersten Meldungen zufolge dürfte ein Aggregat im Außenbereich zu brennen begonnen haben und dementsprechend hat sich das auch über die Dachkonstruktion hineingefressen. Wir haben im Außenangriff sofort die Flammen niederschlagen können. Also bedauerlicherweise ist natürlich das Gebäude massiv verraucht worden. Wir wissen allerdings noch nicht, wie hoch der Sachschaden wirklich ist. Wir haben auch gesehen, dass sehr viel Menschen draußen war, weil natürlich hier noch gearbeitet wurde. Wie hat das mit der Evakuierung, wie ist das vonstatten gegangen? Die Evakuierung hat sehr gut funktioniert. Bedauerlicherweise ist eine Person verletzt den Rettungskräften übergeben worden. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Rauchgasvergiftung handeln könnte.